Der Robert hat doch noch was zu tun heute. Ja. Hier nur die Spitze, die Stelle und werden das Ganze hier reintun. Das ist eigentlich eine Dichtung hier. So sehen Originale aus. Willkommen meine Kfz-Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um unseren Rallye-Taxi, womit wir die Rallye fahren werden, Pothole Rallye. Und wir haben natürlich ein Riesenproblem, das Auto startet schlecht. 2 Liter, 200 CDI, ist aber 2,2 Liter. Bei den Einspritzdüsen haben wir gesehen, das erste und ich glaube vierte und dritte, die waren nicht gut, also alle nicht gut. Diese Einspritzdüsen müssen ab. Unser Auto hat 650.000. Okay, wir dachten bei den Glühkerzen, der kommt auch nicht ab. Der ist abgekommen. Wir werden jetzt die Einspritzdüsen ausbauen oder versuchen auszubauen. Plastik. Diese Schrauben, was die Einspritzdüse hält, die brechen auch mal gerne ab. Und dafür haben wir wieder den lieben Robert hier. Guten Morgen. Spezialist für Einspritzdüsen, für Glühkerzen. Radlager. Was bist du noch für Spezialist? Der Federbogen, Motor. Okay, ja, alles. Wir versuchen heute diese Einspritzdüsen abzubauen, weil diese Motoren sind ja überall verbaut. Auch in Vitos, auch in allen verschiedenen Mercedes-Modellen. Ich glaube, in Chrysler-Modellen ist da auch verbaut. Ja. Kann ja nur auch sein, dass diese auch gar nicht rauskommen. Die können brechen. Die können tatsächlich durchs Mitten brechen. Aber die kommen tatsächlich, die kommen raus. Das Erste, was natürlich spannend wird, werden diese Schrauben abgehen. Motor ist die Betriebstemperatur, warm. Wir werden jetzt die ganzen Leitungen erstmal abbauen. Dann die elektrischen Leitungen abbauen. Und dann werden wir versuchen, das Ganze rauszuholen. Weil wir gehen direkt vom Schlimmsten aus, diesen fest. Ja. Weil ich glaube nicht, dass wir den jetzt abbauen und den jetzt so bewegen können. Und das Ventildeckel ist natürlich auch relativ schnell kaputt. Genau. Wenn man einen Hebel benutzt, da geht man durch. So. Kann man nicht machen, auch nicht bei Alu, weil bei Alu habt ihr auch sofort durch. Bei Plastik, bei dem ist es jetzt gerade nicht schlimm, den können wir heute sogar kaputt machen, weil wir das sowieso erneuern. Mhm. Weil wir hier die KGE haben und die KGE ist leider kaputt bei uns und die haut hier alles hier raus. So, wir sind jetzt soweit, wir haben jetzt alles ausgebaut oder abgeklebt, so dass kein Dreck reinkommt. Hier ist es egal, weil wir die eh alle abschicken, wir kriegen neue. Die erste Herausforderung ist diese Schrauben für die Platte. Wenn die jetzt abbrechen, haben wir ein Spezialwerkzeug dafür, um die rauszuholen? Ehrliches Antwort ist nein. Nein. Gibt es nicht. Aber es gibt eine Lösung, die man versuchen kann mit diesen Bolzen. Das sind entweder M6 oder M7 Bolzen. Mhm. Und mit einem Bohr 5 oder 5,5 reinbohren, ja, und dann Torx reinhauen. Ja. Und dann versuchen zu drehen. Drück uns die Daumen. Nicht voll Kraft drauf. Genau. In aller Ruhe, ganz ruhig schrauben, drehen. Okay. Und dann hört man schon, tack, tack, ruhig, nicht direkt voller Kraft aufsetzen. Okay. Darf ich das machen? Ja, gerne. So, eine Schraube hast du jetzt abgekriegt. Ja. Wir haben ja hier unser Speziallösungsmittel drauf gemacht. Das ist gebrauchte Bremsflüssigkeit. Das habe ich natürlich auch gemacht. Jede Menge, weil ich einfach nur Angst habe. Das heißt, Leute, kauft euch nicht umsonst Zeug, wechselt öfters eure Bremsflüssigkeit, nehmt die mit, weil das Ding ist der Wahnsinn. Also ehrlich, jedes Mal, wenn ich nicht weiterkomme, gebrauchte Bremsflüssigkeit. Immer vorrätig da. Und hier zapfen wir immer was ab. Und das ist das beste Lösungsmittel. Kann ich euch echt empfehlen. So, die Schrauben natürlich erneuern. Genau, weil das sind die Schrauben. Den Schrauben muss man erneuern. Genau. Das sind Boah. Okay. Ja, das hört sich echt glücklich an. Ja, aber der war auch gut. Also der hat sich echt zweimal geknackt und dann mal gut. Weil wie gesagt, Leute. Und deswegen auch nicht direkt viel Kraft drauf. Nee. In aller Ruhe die Kraft aufbauen. Ja. Motor warm machen. Flüssigkeit, wenn es geht, paar Tage vorher machen. Oh, guck mal, der. Ah. Also der fühlte sich ganz leicht an. Also hier stimmt was nicht. Oder der war nicht fest. Okay. Boah, ich hoffe mal nicht abgebrochen oder so. Weil der war ganz leicht. Und dieses Knacken war nicht da. Nein. Okay. Aber
Guck mal. Volle Länge. Komplette Nöhl. Hier ist die Flüssigkeit direkt reingelaufen. Hier hat man das gesehen, dass er es nicht geschafft hat, aber hier hat er es geschafft. Darum hat er auch nicht geknackt. Ja. Wahnsinn. Also die Schrauben auch mal ab und zu mal kontrollieren, ob die gleich lang sind. Ne? Nicht, dass ihr das Ding da drin habt. So, der letzte. Okay, der hat einmal geknackt. Zweimal geknackt. Wow. Okay. Also das ist super. Das macht doch Spaß, wenn das so hier klappt. Durchdrückbar. Das habe ich mir vom Zahnarzt mitgenommen. Nein, ist von Gidori. Nee. Ist nicht aus Alu. So, die auch erneuern. Ja. Es geht alles auf Drehmoment und dann nachdrehen. Ja. Alles, was nachgedreht werden soll, muss man erneuern. Oh. Also, ey, guck mal. Der hat sich gerade bewegt hier. Was ist denn los hier? Warte, Ivo, geh weg. Gut, dass ich das nicht aufgemacht habe, sonst wirst du noch in den Motor reingehen. So einfach kann es sein. Das kann doch nicht sein, ey. Was ist denn hier los? Der kam jetzt auf einmal. Warte mal, lass mal probieren. Also, der bewegt sich nicht. Der bewegt sich. Och, auch. Okay. Okay. Okay, also der erste war, glaube ich, noch okay. Gibt's doch nicht. Ja, den kriegen wir auch raus. Ist ja ganz klar. Den kriegen wir sogar, guck mal hier. Nee, aber was jetzt hier nicht rausgekommen ist, die ganzen Dichtlinien. Das Stimme ist hier. Robert kann mir da jetzt hier keine Brücke aufbauen. Ja, am besten benötigt man gar kein Werkzeug. Wir haben ja 160 PS anstatt 136 PS. Wir haben geguckt, die Glühkerzen kamen so raus. Die Injektoren kamen so raus. Ich glaube, so langsam, der Motor ist gewechselt. Die Injektoren waren auf jeden Fall undicht. Kupferringe, die müssen wir uns mal anschauen. Und die sind drinnen geblieben. Das heißt, der Robert hat doch noch was zu tun heute. Der ist traurig, weil alles einfach rauskommt. Er wollte am besten eine abgerissene Glühkerze oder am besten alle vier. Oder Injektoren, die nicht rauskommen, dann kann er seine Brücke oben so aufbaut. Schade. Es ist, wie es ist. Die Plättchen haben wir ausgebaut. Guck mal, wie die aussehen. Nicht gut, ich habe die schon sauber gemacht. Die haben auch rausgepfiffen. So sehen Originale aus. Und so sind verschlissene. Das habt ihr eigentlich bei unserem Audi-Video schon gesehen gehabt. Aber das machen wir hier natürlich auch so. Da kommen die ganzen Bitte reingedrückt und dann schön sauber gemacht. Kein Druck. Genau. Ohne Druck, weil ihr könnt Alukopf, da könnt ihr schnell natürlich was abtragen. Die ganzen Schmier. Ne? Das war schon geschmiert. Ich kann mir nicht vorstellen, vielleicht waren die 100.000 drin. Vielleicht nicht mal. Wir haben natürlich ein kleines Problem hier. Die Leitung. Guckt die Leitung an. Das sind hier so Krankheiten. Sag mal. Oh, da sind aber Brüche, du. Ja. Die müssen wir gucken. Ich habe ja so ein Spezialwerkzeug von Gidori da, so einen Koffer. Ja. Da muss ich mich einen Tag hinsetzen, alles rauspinnen, neue reinmachen. Dass wir die Anschlüsse komplett neu machen mit neuen Kabeln. Mhm. Sollte man vorher machen, ansonsten nehme ich das mit, können wir auf der Rallye irgendwie machen. Aha. Und Robert ist natürlich fleißig gewesen, jetzt achte mal die Schächte an. So müssen die aussehen, wenn du die Schächte dir anschauen könntest. Oh, das sieht aber sehr sauber aus. Ja, alle sehen so aus. Also Robert hat wirklich super Arbeit gemacht. Super Arbeit, ja. Wir haben ja hier immer Dampf gesehen, ne? Also Rauch gesehen. Ja. Ich dachte ja, hier Kurbelwellenentlüftung, du siehst, das ist ein Teil. Das heißt, wenn ihr das tauschen wollt, müsst ihr das komplett erneuern. Komplett. Bei den neueren oder bei den älteren war das, ich weiß es gar nicht, konntest du das noch ausschrauben. Du kannst das natürlich upgraden. Ja. Das zeige ich dir jetzt eben. Das holst du raus. Es gibt sogar auch Reparaturkit. Ich weiß nicht, ob es da noch für die auch noch welche gibt. Hier, wenn wir hundertprozentig ein Problem haben, das zeige ich dir. Und da ist das Problem. Guck da rein. Deswegen, siehst du das? Loch nicht daneben.
Ach, das hier. Ach, guck mal. Mach mal nochmal Licht hin, bitte. Da. Ja. Ey, was ist denn da? Da hat er rausgeschossen? Da hat er rausgeschossen, deswegen war alles hier ölig. Und deswegen lief auch hier alles so runter, oder? Ja, und darunter hier überall war ölig. Vielleicht war das auch deswegen, dass, weil er ganze Zeit so ölig war, dass unsere Düsen deswegen rausgekommen sind. Kann man das erneuern auch? Das ist ja KGE hier. Ja, kann man erneuern. Ich zeig dir, was du machen kannst. Aber nur diese Membrane, die du genannt hast, oder was anderes? Ja. So was Großes brauchst du dafür? So was Großes für so was Kleines, ne? Ja. Ich zeig dir jetzt, was wir erneuern müssen, Leute. Das ist dein Reparaturkit. Ach, alles komplett neu. Leider ja. Also es ging nicht anders. Man kann das nur so komplett bestellen. Weil diese KGE hier eingebaut ist. Du siehst das? Das ist eingebaut. Du kannst es nicht von innen rausholen. Du kannst es nicht von außen rausholen. Das ist leider so. Und deswegen, vielleicht gibt es hier ein Reparaturkit. Ich weiß es nicht, aber egal. Wir machen das jetzt neu. Ich habe das auch günstig geschossen, muss ich sagen. Die Injektoren werden wir jetzt reinigen. Okay. Das heißt hier, Wasser haben wir warm gemacht. Hier siehst du ja alles rötlich oder weiß ich, was für eine Farbe das ist. Und wir werden das Ganze jetzt reintauchen. Hier nur die Spitze, die Stelle. Und werden das Ganze hier reintun. Und aufgepasst, jetzt wird sich das Ganze ganz kurz sich anders anhören. Es geht los. Du kannst die Einschusssüße nicht komplett reinmachen. Okay. Nur die Spitze am besten. Gut, wir lassen das jetzt so. Meine Konstruktion. Genau. Jetzt sage ich noch Robert. Robert, wie die Dings sind. Kennst du die? Ja. Die weiß sie nicht. Aber dann geht es von die Berge. Robert! Ja, genau, Robert. Ja, ich habe das lange nicht verstanden, aber... bis du einem mir die Video gesendet hat. Ja. So, also das ist so geil von Gedore, Leute. Das hier. Einmal drauf tun. Kannst du alles reinlegen. Ja. Super dran gedacht, ne? So das ist einfach nur geil. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Dichtung hier aussieht. Ja, wenn so eine KGE kaputt geht, ne, der schmeißt unheimlich viel Öl raus, aber richtig. Und jedes Mal, wenn ihr schön richtig so durchladet, jedes Mal noch schön, mehr. Ja, natürlich. Und das ist das ganze Zeug, was auch runtergelaufen ist, ne? Aber hier haben wir noch ein Problem, das ist auch so eine Sache. Vakuumpumpe, sehr wichtiges Teil. So, zack, das ist das hier, die haben wir schon ausgebaut. Also, einmal zack, und dann haben wir hier so eine Dichtung. Du siehst, die Dichtung, die fühlst du gar nicht mehr. Das ist eigentlich eine Dichtung hier. Oh je. Ja, die fühlst du gar nicht mehr. Und hier siehst du auch schön, wie der Ganze runter verliert. Ja. Sehr, sehr wichtiges Teil. Könnt ihr noch auseinanderbauen. Hier gibt es auch mal eine Dichtung, könnt ihr auch machen. Aber in der Regelfall ist es immer hier. Und hier hast du ja sofort die Nockenwelle. Ausweichseite. Kraftstofffilter habe ich ausgebaut. Jetzt lass uns mal schauen, wie alt dieser Kraftstofffilter ist. Der wurde schon mal gewechselt. Das ist doch schon mal wow. So, Produktionsdatum sieht man nicht mehr. Echt? 2012. Ja, 2012. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Ich habe es jetzt echt schwarz erwartet, ehrlich gesagt. Lass den mal austropfen. Okay. Natürlich machen wir den neuen direkt rein. Und werden uns einmal den Turbo anschauen. Weil wir wollen jetzt nur noch sparen, Leute. Und der Turbo ist eigentlich sehr, sehr gut. Kein Spiel. Ein bisschen Spiel hat ein Turbo immer. Aber so hat er kein Spiel. Super. Gut. Nicht aus Versehen das trinken, ne? Ich bin mal auf den Ölfilter gespannt. Ehrlich, der wird sich richtig wohlfühlen hier. Frisch. So. Und einmal den hier. So. Die mal auch noch dran.
dann lassen wir den schön mal sauber machen hier. Turbo, alles. Der Riemen kommt sowieso neu. Guck dir das an, Ivo. Den Unterschied merkt man direkt. Ja, ja, wie neu. Sieht man jetzt die Löcher? Jetzt sieht man auch die Löcher. Ne? Davor hat man die Löcher nicht gesehen. Ja, du siehst schön. Ventildeckel habe ich komplett rausgebaut. Ich habe die Oberfläche schön sauber gemacht. Ich habe dir Kaffee mitgebracht. Oh, danke schön. Trinke ich doch gerne. Wir müssen die Entlüftung hier übernehmen. Was ist Entlüftung? Das ist so, wenn er mal hier undicht wird. Weshalb? Damit er das runterschmeißt auf die Seite und nicht auf die Seite. Ganz schlau gemacht, weil die Seite ist natürlich Partikelfilter. Deswegen, da haben noch Ingenieure nachgedacht hier. Nockenwellensensor können wir übernehmen und dann können wir das Ganze schon einbauen. Aber ich muss sagen, die Nockenwellen, Kette und so sehen alles gut aus. Wahnsinn. Hier ist auch alles in Ordnung. So, ein bisschen ölig wäre eigentlich nicht schlecht. Da geht auch besser rein. Du machst es alles fertig und ja, du brauchst das gleich ein. Wir bauen das jetzt sofort ein. Schon alles dran, ne? Alles dran. Wir gucken, ob die Dichtungen alle sitzen. Und dann machen wir den drauf und dann schön über Kreuz anziehen, das Ganze. Nach kann man was Moment. Falsch machen? Ja, zu fest anziehen, selber. Fest und dann? Fest. So, die Spannbügel kriegt er natürlich bei Febi auch. So sehen die neu aus. Sauber machen, der meckert mir schon hier ein bisschen. Der Sensor, ich glaube. Kann der verstopft sein da drin? Ja, ja, ich glaube, die ist auch verstopft. Kriegt überhaupt keine Daten mehr. Ja, ja. Den will ich sauber machen und dann wird er wieder atmen können, der Arme. Na dann. So, ein bisschen Paste. Und dann natürlich in richtige Reihenfolge wieder reinmachen. Ganz, ganz wichtig. Perfekt. So soll es doch sein. Das können wir auch schon mal ein bisschen reinmachen. Für später. Die Glühkerzen. Ja, die wechseln wir nicht, die sind alle in Ordnung, die funktionieren auch alle. Super. Und deswegen werden wir die auch nicht wechseln, dann machen wir ein bisschen Keramik drauf, falls wir das irgendwann wechseln. So, und jetzt machen wir die ganzen Bügel drauf, Teil drauf und dann bauen wir das schnell zusammen. Gut, kommen wir voran? Ja, ich habe schon die Düsen drin, ich habe die schon festgezogen. Da ist die alte Dichtung schön hart und schön glatt. Jetzt haben wir die neue Dichtung bestellt hier. Zack, der Isa. Den haben wir drauf. Ja, machen das schön sauber nochmal. Und dann bauen wir das ein. Und ich hoffe mal, dass er dann dicht bleibt. Eigentlich Turboschlauch, Luftmassenmesser wieder dran, paar Schläuche dran. Dann können wir den eigentlich schon starten. Oh, der braucht ein bisschen. Ja. Wahnsinn. Oh, 700 Euro? Was ist denn hier los? Wir haben die sauber gemacht, ich habe es eingebaut. Er lief am Anfang super. Kurze Zeit später habe ich das Gefühl gehabt, der hat so leicht gezittert. Okay. War aber nicht viel, es war ganz leicht. Da schätze ich mal so, wie der vorher war, bevor wir das sauber gemacht haben. Injektoren wieder abgebaut. Und habe gemerkt, wir haben ja Mengenabgleich gemacht. Kannst du dich noch erinnern? Erste und vierte Zylinder, habe ich ja gesagt, ist kaputt. Genau. Ne? Und höchstwahrscheinlich habe ich recht gehabt. Warum? Guck da, das ist der erste, das ist der zweite, dritte, vierte. Und jetzt achte mal, was du bei dem ersten sofort siehst. Merkst du das? Ist feucht. Und wenn du dran riechst, jetzt nicht am Anfang, nur dran riechen. Okay, es riecht nach Diesel. Diesel. Ja. Der ist hier undicht. Fall.
Das darf also überhaupt nicht. Nein. Da darf also nichts austreten. Ja, und die hier? Müssen trocken sein. Wo? Du meinst jetzt hier? Genau, hier trocken ist der auch. Du siehst das auch bei dem vierten Zylinder. Aber der ist feucht. Der ist feucht. Und bei dem vierten Zylinder auch. Ich habe die alle schön eingesprüht mit Keramikpaste. Warte mal, aber es betrifft ja immer wirklich diesen Bereich, oder? Ja. Obere Bereich nicht so. Aber hier darf es eigentlich nicht nass Nein. sein. Hier ist so super. Ein paar Tröpfchen ist ja, okay. Die ne, in der Mitte so. Sind echt gut. Und hier ist auch nass. Ja, hast du recht. So habe ich das abgeholt. Vierter, genau. Ne? Und wenn du die Plättchen dir anschaust, weil ich habe den nicht lange laufen lassen, guck dir die Plättchen an. Von aber auch wieder vom ersten und vom vierten. Genau. Und da merkt man, dass Sprit von oben reingelaufen ist und hier eine höhere, ja, ich sag mal so eine höhere Temperatur dann entstanden ist. Ne? Und der hat die sofort wieder platt gedrückt. Okay. Genau. Und dann. Bei dem sieht man das heftig. Genau. Weil, guck mal, die anderen beiden sind nagelneu. Ja, die sehen ganz normal genau. aus. Genau. Ja. Deswegen glaube ich, dass der erste, vierte Zylinder kaputt war. Und ich habe gesagt, komm Leute, ich habe da echt keinen Bock. Ja, ich wollte sparen, aber nein, wir haben uns jetzt echt. Ich musste in den sauren Apfel beißen und ich habe mir jetzt einfach mal vier Stück. Gold, Irish. Neue Injektoren? Generale wollte. Ah, okay. Ist jetzt keine Werbung für die. Ich habe es jetzt nur da geholt, weil das echt günstig war. Und das Geilste ist, die haben jetzt ja, sofort welche geschickt. So sehen die aus. Komplett. Bam. Also bei dem Wagen bin ich nicht schlau. Ihr habt es ja auch schon gesagt, dass der von 136 PS bis 170 PS alle gleich sind. Baugleich. Okay. Die Injektoren passen bis 231 PS. Nee, haben wir nicht. Wir machen hier 1. Dann weiß ich Bescheid. Dann nehmen wir den 2. Ah, den machen wir dann 3. So, und die bauen wir ein. Und beim Einbau, sehr, sehr wichtig natürlich, wieder alles sauber machen. Und so, der fängt mit B50 an. Ist das auch richtig? Da ist es auch gleich wichtig, zeige ich aber auch gleich. Machen nicht viel drauf, ganz wenig. So, damit das Ding auch die nächsten 650.000 hält hier. Ne? Die neuen Schrauben wieder. 4 Stück insgesamt. Das sind Halterungen. Ja, zum Glück haben sie mir eine Packung geschickt. Nicht die Schrauben? Ja. So, ihr braucht definitiv Anzugsdrehmomente dafür. Und dafür habe ich ein Programm, da gucke ich immer auch gerne rein, das zeige ich euch auch mal. Vielleicht ist das interessant für die ein oder andere Werkstatt, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und für den einen oder anderen, ich sag mal Hobbyschrauber, kann sich das auch vielleicht gönnen. Aldata. Ihr braucht gar nichts, ne? Einfach einen Internetzugang. Aldata. Gehen wir drauf. Das Geile ist bei Aldata, ihr könnt das 2 Wochen kostenlos testen. Das ist das Geile. Dann ist natürlich monatlich oder jährlich fallen dann Kosten. Ne? Ist klar. Wartungspläne, alle technischen Wartungsmitteilungen, Schaltpläne, technische Daten, Richtzeiten, Wartung. Ihr habt ABS-Probleme, ihr könnt euch einfach einen Schaltplan runterladen oder anschauen und je nachdem suchen. Das ist geil. Alles ist beschriftet. Wenn du nur ein Armaturenbrett ausbauen möchtest oder ich sag mal Getriebe, das ist die Mechanik, das ist dieses elektrische Teil, was wir auch austauschen werden bei uns. Diesen Drehzahl, hier ist der Stecker für Getriebe, für das Getriebe. Ja, so, und dann zeigt dir das an, wie du das ausbauen sollst. Ja? Das finde ich geil. Aha. Leute, ich kann das mal unten auf jeden Fall mal verlinken, Aldata. Ihr könnt mal reingehen, hier, ihr seht das selber. Ich bin gerade selber am Testen, 2 Wochen. Test. So, aber wir wollen ja Injektoren, ne? Genau. Torn, ihr sucht hier Injektoren. Guck, zack, hat er gefunden, Injektoren, gehen wir drauf. Und jetzt haben wir hier, hier zeigt er schon mal alles an, auf was man achten sollte. Ne, bei Außeneinbau, wie du es machen musst. Und dann hier bei Nummer 4, hier unsere Sprangpratze, den müssen wir jetzt gucken. Bam, 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 bam. So. Ist das so, Sprangpratze? Ja, genau, hier. Und dann steht hier, erste Stufe 7 Newton und dann hier. Braucht der 2x 90 Grad. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich finde das so geil, du brauchst alles hier, ne? Das ist ja gut, du kannst ja wirklich alles nachschlagen, ja. Was du brauchst. Was du brauchst. Du musst das natürlich nur perfekt suchen. Ne? Also ich bin ja auch neu hier, aber ich muss sagen, das ist geil. Ich weiß nicht, was es kostet, aber für eine Werkstatt ist das sehr, sehr interessant. Und ich glaube auch sogar, da draußen, viele arbeiten schon mit diesem Programm. Warum weißt du nicht, was das kostet?
So, 7. 7. 7. 7. Und jetzt brauchen wir zweimal 90 Grad. So. Ich fange von hier an. Das sind 90. Zack. Einmal. 90. Zweimal. Einmal. Zweimal. Also kann man bei sowas echt viel kaputt machen, wenn man das falsch nimmt, oder? Wenn man das falsch macht, ja. Wahnsinn. So, wieder entspannt natürlich, ganz wichtig. Entspannt. Oh, nee. So, entspannt. Und wir dürfen den jetzt auch nicht starten, leider. Okay. Weil wir müssen jetzt die Injektoren einmal anlernen. Und das macht man mit dem Gerät wahrscheinlich. Das macht man mit einem Gerät, ja. Und jetzt müssen wir alle Injektoren einzeln. Das kannst du ja machen, Aydos. Das ist genau deine Aufgabe. Zahlen. Alle Zahlen. Ne? Man hätte mal zwei Buchstaben oder so machen können. Nein. Du sagst wir haben einen Roman, was wir hier reinmachen müssen. Das ist Wahnsinn. Wirst du jetzt gleich sehen. Guck dir das an. So, Fehlerspeicher, das ist wichtig, haben wir nicht. So, dann gehen wir auf Funktionstest. Kompression brauchen wir auch nicht. Dann brauchen wir Anpassung. Mengenabgleich. Und dann haben wir hier die alten Zahlen. Ah. So, dann gehen wir auf Weiter. Und jetzt gibst du den neuen Code. No. Okay. So. Du sagst, ich mach. Was? Du weißt, kannst du doch selber alles machen. Selber, hier, da oben. Hier, das wenn ihr das habt, dann habt ihr hier immer so eine Nummer. Und das muss jetzt alles vollständig eingeben. Genau, und das machen wir jetzt bei allen vier Stück. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh mein Gott. Aber wenn du das gleich machst, bitte auf Speichern drücken, ne? Nicht auf Weiter, auf Speichern drücken, Aydos. Ja. Ganz wichtig. Jetzt haben wir alles eingegeben, alles ist richtig. Jetzt hast du den letzten auch gespeichert, ne? Genau, jetzt machen wir Start. Und jetzt wird alles programmiert. Erfolgreich programmiert, das heißt, die Werte sind jetzt übernommen. Ne? Fortsetzen, brauchen wir nochmal. Hier machen wir das auch nochmal, zurücksetzen. Ja. Alles zurücksetzen, super. Und jetzt müssen wir den, das... Wann kann man starten? Jetzt kannst du starten. Jetzt gucken wir nochmal, ob er noch Fehler hat. Oh, der hat keine Fehler. Aymosch, starte mal. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, ob irgendwas undicht ist. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich bin mir sicher. Bitte auf D lassen. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob alles schön dicht ist. Der ist aber auf D. Nee, auf D lassen, sag ich ja. Wow, jetzt läuft er richtig gut. Ja, mach ihn mal auf. Und jetzt kannst du mal nochmal starten, bitte. Das ist das Gute. Das würde man jetzt merken, oder? Ja. Und wichtig ist natürlich, gucken, ob er raucht. Der raucht nicht, das ist super. Ne, wenn so ein Injektor kaputt ist, dann fängt er auch an zu rauchen und so. Hat er bei uns in dem Fall jetzt auch nicht gemacht, muss ich auch sagen. Aber trotzdem, jetzt fühle ich mich einfach sicherer. Ja, wir haben ja alles gemacht, ey.
im Tacho ist überhaupt keine Fehlermeldung mehr. Wir haben alles schon gemacht hier. Nichts mehr. Und das ist schon beängstigend. Das ist ja unser Taxi, den wir noch vor ein paar Wochen geholt haben. Ach so, bist du jetzt überrascht? Ist das der gleiche? Ja. Ja, ich bin auch mal gleich gespannt. Ich habe noch nicht so gedrückt. Ich muss ja jetzt langsam betriebswarm, ja. Wenn ich immer so leicht beschleunige. Weil, weißt du, was für ein Gefühl ich habe? Was denn? Der zieht jetzt nicht mehr so gut wie letztens. Findest du? Ja. Und warum? Ja, wegen den kaputten Düsen. Heißt das, mit kaputten Düsen zieht der besser oder wie? Ja. Hast du Geld dabei? Nein. Ich bin heute blank. Ja, schade. Wie bezahlst du? Vielleicht kann ich dir einen Zehner geben. Nee, hab ich nicht. Wir sind ja schon bei 9 Euro. Was hast du da wieder für einen Zuschlag reingehauen? Also. Wir sind schon, sorry. Ja, klar, hier mit Zuschlag. Ja. Für Bekannte erst recht, ne? Ich kenne dich, dann gibt's immer Zuschlag. Nochmal 5,50 Zuschlag. So. Ich bin es gerade angefallen, letztens, wo wir gefahren sind. Und ich wollte ja zum Hören hinten sitzen. Dann sind wir neben den Polizisten haben wir angehalten. Und ja. Weißt du, das ist ja ein Auto. Das Geilste, wir gucken so rein. Und die Uhr läuft, einer sitzt hinten so. Da habe ich die Scheibe noch nicht getötet gehabt. Einer sitzt so. Ich dachte nur, oh nein, die drehen jetzt um und werden uns bestimmt anhalten. Ja, und dann noch rote Kennzeichen, die genau. So bestimmt. Boah, guck mal, der verdient aber Schwarzgeld. Ja, ne? Oh Gott, ja. Oh mein Gott, ne? Ja, das war lustig. Das, war das hätten wir mal aufnehmen müssen, ne? Eigentlich schon. Die Polizei ist aber ich glaube, so. Da hatten wir keine Kamera dabei. Die haben echt geguckt dabei. So. Oh Mann, ja, die haben das Auto sah aber so schäbig aus. Ja. Ich glaube, die wollten der uns war noch nicht gewaschen und so. Also die Drehzahl ist auch runtergekommen. Ist ja auch normal, ne? Wenn er viel mehr einspritzt. Ja, also sind zwei Düsen halt, also es kann auch alle Düsen kaputt gewesen sein. Das Problem ist nur, die zwei erste und vierte Zylinder, beim Abbauen hat man das auch, glaube ich, gesehen gehabt, die waren feucht beim Abbauen. Okay. Also Bremsflüssigkeit haben wir ja drauf gemacht dadurch. Ja. Dann dachte ich, oh, okay, das ist das. Ah, okay. Aber später, wo ich das nochmal ausgebaut habe, habe ich ja Sprit gerochen. Mhm. Rückleitung und so ist ja alles neu. Also die Dichtung haben wir neu gemacht, also da hat er auch nicht verloren. Okay. Ein Problem ist fertig und der andere kommt jetzt. Aber das hast du ja schon vermutet? Ja, ich habe ein paar Sachen vermutet, das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Video sehen. Genau, Injektoren haben wir jetzt abgehakt, jetzt haben wir noch ein Problem und das ist Getriebe. Und das werden wir auch mal anschauen, was es ist. Also Leute, ich bin kein Getriebespezialist, also wenn einer echt mir da in der Hinsicht helfen kann, schreibt es bitte in die Kommentare, was es sein kann, weil der schaltet vom dritten nicht auf den vierten und der bleibt einfach bei 3000 Umdrehungen stehen. Ich habe auf S-Modus und auf C-Modus, beides geht nicht. Ich kann euch nicht sagen, was es ist, nur ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer und schlimmer. Guck mal, wie der jetzt läuft dadurch. Jetzt wird der viel lauter laufen. Also vom Getriebe her. Okay. Vom Motor nicht. Wenn ich auf L stelle, ist es leise.
da stimmt mit dem Getriebe nicht. Safe nicht. Ach schon, aber ich muss sagen, Düsen ist super. Motorlauf ist perfekt. Der ist dicht, der raucht dicht, richtig nach Sprit. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Ja. Super, 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 super. Wenn da jetzt was undicht wäre, das wirst du sofort sehen. Injektoren, fertig, läuft gut. Aber wir haben immer noch ein Problem. Aber das werden wir im nächsten Video auf jeden Fall mal zeigen. Aber ein Riesenproblem. Okay. Und wir haben nicht mehr lange. Und wir haben noch so viel zu tun eigentlich. So Leute, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-TC. Bis dann. Ciao. Ach, das Auto macht mich nur müde.